Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, ya shababs. Heute geht es um den deutschen Serienmörder Karl Großmann. Zwischen den Jahren 1918 und 1921 ermordete er innerhalb von 3 Jahren 23 bis 100 Frauen. Seine Mordserie begann er in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges in Berlin-Friedrichshain. Da er sich vor seiner Verurteilung das Leben nahm, ist er der Serienmörder mit den meisten Opfern in Deutschland, der dafür aber nie verurteilt wurde. Karl Großmann wurde am 13. Dezember 1863 in Neuruppin geboren. Neuruppin ist die Kreisstadt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin im Norden des Landes Brandenburg. Er wächst als 8. Kind eines gewalttätigen Alkoholikers auf. Der Vater schlägt und misshandelte die Mutter von Karl und seine Kinder versteckten sich, um nicht als nächstes dran zu sein. Schon in dieser Zeit soll Karl Erregungen empfunden haben, wenn er die verzweifelten Schreie seiner Mutter hörte. Mit 16 Jahren entflieht er dem väterlichen Terror und zieht nach Berlin. Als Karl als Fleischerlehrling keinen Erfolg hat, treibt es ihn nach Süddeutschland, wo er jegliche Moral ablegt. Er finanziert sein Leben durch kleine Diebstähle und wird immer wieder zu kurzen Haftstrafen verurteilt. Am 4. Oktober 1899, im Alter von 36 Jahren, wird er wegen eines Verbrechens zur Rechenschaft gezogen. Karl verging sich an einer 10-Jährigen und vergewaltigte am selben Tag eine 4-Jährige, die an den Folgen des sexuellen Übergriffs verstarb. Infolgedessen wird er zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein Zuchthaus ist ein Gefängnis für Häftlinge mit einem verschärften Strafvollzug. Auch aus dieser Situation weiß der das Beste zu machen. Solange die Wärter nicht hinsehen, schafft er es selbst im Gefängnis, seine sexuellen Fantasien an seinen Mitinsassen auszuleben. 1913, im Alter von 50 Jahren, kommt Karl erneut auf freien Fuß und zieht zurück nach Berlin, in das Hinterhaus der Langenstraße. Im Ersten Weltkrieg wird er aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nicht eingezogen. Friedrichshain ist an diesen Tagen einer der gefährlichsten und verruchtesten Orte Berlins. Rund um den Schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof, kommt es in diesen Zeiten zu Arbeitslosigkeit und Armut. Im Alter von 55 Jahren, also im Jahre 1918, wurde im Engelsbecken und im Luisenstädtchenkanal immer wieder Leichenteile von Frauen gefunden. In einem Zeitraum von 3 Jahren, also zwischen den Jahren 1918 bis 1921, sollen Leichenteile von insgesamt 23 Opfern gefunden worden sein. Die Beamten hatten keine Informationen dazu, ob es sich um zufällige Morde oder ob es sich um einen Serienmörder handelt, außer dass es sich um eine männliche Person handelt. Muss. Zwar geht die Angst in dem Viertel wegen den Leichenfunden um, doch viele bleiben in der Nachkriegszeit nichts anderes übrig, als ihre Zeit auf den Straßen zu verbringen. Karls Vorgehensweise, seine Opfer anzulocken, war relativ leicht. Regelmäßig spricht er prostituierte Frauen an, die allein unterwegs sind, und nimmt sie mit in seine Wohnung. Er verspricht ihnen eine warme Mahlzeit oder auch mal einen Posten als seine Hauswirtschafterin. Sie lassen sich verführen und nehmen es auch hin, dass er spezielle Sexpraktiken bevorzugt. Ich meine, stellt euch vor, es ist Nachkriegszeit. Die Menschen leben in voller Armut. Viele, bin ich mir sicher, gehen in die Prostitution, damit sie überhaupt eine warme Mahlzeit haben. Und dieser Mann, der nutzt das perfide aus. Karl zeigt ihr das Gefühl der Macht über seine Opfer, doch nur die Schmerzensschreie erregen ihn sexuell. Wie viele Frauen Großmann auf diese Weise quälte, bleibt unbeantwortet. In diesen Zeiten geht kaum eine Frau wegen einer Vergewaltigung zur Polizei. Denn immerhin hatten sie zum Geschlechtsverkehr mit ihm eingewilligt. Großmann ermordete nicht alle seine Opfer, nur manchmal. So sagte Großmann bei seiner späteren Verhörung, er benötigte den letzten Kick, um zum Höhepunkt zu kommen. So auch im Fall seines letzten Opfers, der obdachlosen Marie Nütsche. Am 21. August 1921, im Alter von 58 Jahren, erfolgte unter der Führung des Kriminalkommissars und großen Mordexperten der Kripo Ernst Gennert die Festnahme Großmanns in der Wohnung nähe des Schlesischen Tores. Eine
Nachbarin hatte die Polizei alarmiert, als sie die Todesschreie des Opfers Marie Nitsche gehört hatte. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Kriminalbeamten außer einer schrecklich zugerichteten Leiche mehrere Frauenkleider, einen blutigen Sack und menschliche Körperteile im Kohleherd. Karl Großmann wurde unbekleidet und blutüberströmt neben einer ermordeten Frau festgenommen. Karl gesteht 3 Morde und gibt an, die Körper der Opfer zerteilt zu haben, um sie dann in der Gegend des schlesischen Bahnhofs zu entsorgen. Die Beamten wollen ihm noch viel mehr Morde nachweisen, denn sie gehen von 23 bis 100 Opfern aus. Doch kurz vor Ende der Hauptverhandlung erhängt sich Großmann. Am 5. Juli 1922, im Alter von 59 Jahren, in seiner Zelle. Was ein dreckiger... Er ist damit der Serienmörder mit den meisten Opfern in Deutschland, der nie für seine Taten verurteilt wurde. Ob Großmann sich selbst an dem Fleisch seiner Opfer bediente oder diese sogar auf seinem Wurststand als Fleischerlehrling weiterverkaufte, bleibt unbeantwortet. Was haltet ihr von dieser Sache? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal, wenn die Legacy weitergeht.